Hallo liebe Leute, heute will ich euch zeigen, wie man die Sender bearbeitet. Und zwar habt ihr bei vielen neuen Samsung Fernsehern ja zwei Fernbedienungen. Ja, einmal diese Solarfernbedienung, aufladbar, und dann habt für Smart Funktion eher geeignet, auch hier mit Netflix, Disney Plus und so weiter. Dann habt ihr die klassische Fernbedienung. Bei der klassischen Fernbedienung drückt ihr ja die CH-List-Taste. Dann öffnet sich dieser Menü und dann könnt ihr hier runter, nach links, nach unten und seid in dem Menü hier drinne und könnt eure Sender hin und her verschieben. So, was ist denn aber jetzt mit der Fernbedienung? Hier habt ihr keine CH-List-Taste. Wie macht ihr das hier? Wie kommt ihr hier bei der Fernbedienung ins Menü? Das ist die Frage. Hab irgendwie nichts Richtiges rausgefunden, bis ich dann selber drauf gekommen bin. Also ihr habt ja hier diese Programm Plus und Programm Minus-Taste, ne? Wo ihr nach oben schalten könnt und wo ihr wieder nach unten schalten könnt. Wenn ihr hier einmal raufdrückt, ja, kurz einmal, dann habt ihr hier EPG, diese elektronische Programmguide bzw. diese elektronische Programmzeitschrift. Wir gehen mal hier wieder. Wenn ihr aber diese Taste länger als 2 Sekunden gedrückt hält, dann öffnet sich dieses Menü, ja, was normalerweise bei der Klassenfernbedienung diese Taste CH-List ist. So, dann geht ihr mit der Taste nach einmal nach links, dann nach unten auf Sender bearbeiten, drückt auf OK und dann öffnet sich die Sendertabelle und dann könnt ihr hier mit der Pfeiltaste oben, nach unten eure Programme auswählen, die ihr verschieben wollt. Sagen wir mal, wir wollen 3 Sat auf die 3, dann gehe ich, also markiere den einmal, ne, mit dieser mittleren Taste, den habe ich jetzt markiert. Ja, hier, und dann springt der einmal nach unten. Ich kann auch sagen, ich möchte gerne noch einen Sender zusammen verschieben. Ja, ich nehme mal einfach jetzt irgendeinen Sender, den Hessischen Rundfunk. Okay, drücke auch auf OK. Dann habe ich jetzt beide markiert, gehe nach rechts, Nummer ändern, drücke nochmal auf OK. Dann hat er die beiden 3 Sat plus einen Sender markiert. Dann gehe ich mit denen auf die 3. Ja, drücke auf die OK-Taste. So, und jetzt seht ihr, jetzt habe ich auf der 3 3 Sat, auf der 4 Hessen. Also ich könnte jetzt den CNN auf die 5 verschieben, der ist auf der 6. Ich drücke auf. Ich habe den Haken bzw. markiere den, gehe nach rechts auf Nummer ändern, gehe dann 1 nach oben, drücke nochmal auf OK und dann ist der auf 5. Und so könnt ihr jeden Sender verschieben. Ihr könnt auch hier Favoritenliste erstellen, bis zu 5 Stück. Ja, wenn ihr jetzt auf OK drückt, habt ihr eine. Jetzt hat er den markiert, ne? Ganz oben, Favoriten hier. Dann könnt ihr nach rechts gehen, Sender hinzufügen und könnt jetzt sagen, hier Favoritentabelle 1 möchte ich gerne ARD, Arte, Dreisat, CNN und Hessen. Dann gehe ich nach rechts, drücke auf Hinzufügen und dann habe ich hier, seht ihr, Favoriten 2 ist leer, Favoriten 1 habe ich ARD, Arte, Dreisat, CNN. Das, was ich auch haben wollte. Wie gesagt, wenn ihr alles schön geordnet habt, dann habt ihr die Möglichkeit, nochmal das Ganze zu sichern per USB. Dazu geht ihr hier, wie gesagt, in Menü, geht runter, nach links auf ins Menü, drückt auf OK, nochmal auf Einstellungen, dann öffnet sich noch ein Menü. Nee, da waren wir zu schnell. Einmal zurück auf alle Einstellungen, dann auf OK. So, dann müsste jetzt, genau, und jetzt gehen wir hier runter auf Senderempfang, drücken nochmal auf die OK-Taste, gehen runter auf Experteneinstellungen, nochmal auf OK, gehen auf Senderliste übertragen, nochmal auf OK, geben dann den Code ein, in dem Fall, wenn nichts geändert ist, viermal die 0. So, und dann können wir sagen, wenn man USB-Stick hinten drin haben, auf USB-Input exportieren, auf OK, und dann habt ihr die komplette, der ja, USB ist nicht verbunden, klar, ich habe jetzt nichts drin, ihr könntet jetzt alles auf USB sichern und bei Bedarf wieder importieren. Ne, das geht also.
So, jetzt wisst ihr also, dass diese Taste Channel List auf der klassischen Fernbedienung die Taste Plus Minus auf der smarten Fernbedienung ist. Diese Taste allerdings hier 2 Sekunden gedrückt halten und dann seid ihr in dem Menü. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte ein Like dafür. Und wenn ihr unsere Videos nicht mehr verpassen wollt, gerne auch ein Abo für unseren Kanal. Bleibt gesund, macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.